Hallo liebe Freunde und Angler und Survival Gamer und überhaupt, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Subsistence mit der LP Schmiede und dem Mr. Chaos. Ja, ich bin letzte Folge gestorben, dummerweise. Ich wollte einen Huhn hinterher bergab. Das ist keine so gute Idee. Der Abhang war etwas zu steil, Leute. Aber so ist das nun mal hart und gemein in der Welt von Subsistence. Yeah. Und hier, das ganze Spiel besteht aus Arbeit ohne Ende. Ja, und weil die Möwe das ja nicht gewohnt ist, Leute, ist das natürlich problematisch. Hier in der Welt von Subsistence. Ist schon klar. Man soll nicht immer von sich auf andere schließen. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Möwe, ich überhole dich doch sogar beim Fischen hier. Ja, ist klar. Ich habe ja schon wieder 3 Fische da in den Ofen gepackt. Beziehungsweise in den Kühlschrank. Möwe, ich habe hier einen dicken Zander am Fisch, Leute. Ja, du bist auch so ein dicker Zander. Oh, mein Wurm ist auf ja. Scheiße. Mewe! Ich hab meinen Wurm da hinten auf Küste geschmissen, Leute. Da liegt jetzt so ein viereckiger Kasten. Ja, du warst schon immer etwas, ja, wie soll ich sagen? Ja, Freunde, ich kann halt mit meiner Route umgehen hier. Ihr seht's selbst. Und wie sie sehen, sehen sie nix. Da habe ich den Wurm am Land geschmissen da hinten, Leute. Guckt euch das an, den muss ich gleich einsammeln. Da brennt gerade Fleisch an, oder was? Mewe! Achso, er ist am Herd. Leute, ihr hört selber. Ihr habt doch alle selber Schuld. Ich weiß aber gar nicht, was ihr alle wollt. Ihr wollt lernen, ihr wollt überleben, ihr wollt keine Ahnung was machen. Das ist alles nicht so einfach, Leute. Das ganze Leben, seien wir doch mal ehrlich, ist ein Auf und Ab. Ja, meistens ein Ab bei mir. Bei dir immer ein Auf. Mewe! Und sogar so die Kleinen, Alter. Hä? Dafür habe ich lange gekämpft. Lange habe ich dafür gekämpft. Freunde der Nacht. Lange. Nachtelang Messer läuft. Ich habe gesagt, kleine Fische kann man nur so reinlegen. Achso, da oben ist er hier. Mewe. Ist ja toll, dass man jetzt nur E drücken braucht, Leute. Ich habe immer auf eine Flasche, Wasserflasche, rechte Maustaste gemacht. Dabei brauchst du nur E drücken, dann füllt sie mit Wasser. Wusstest du auch nicht, ne? Tja. Möwe. Ja, jetzt erst. Nee. Was? Was wolltest du mir hier unterstellen? Möwe. Kleiner Fisch gar. Kann ich den jetzt essen oder was? Nee. Kleiner Fisch gar kannst du nicht essen. Möwe. Du. Leute, ihr hört selbst. Köstlich. Hat er schon wieder die Blumen rausgerissen hier, Leute? Ich sehe das. Toll, ich war gerade fast auf Level 91 wieder. Oh. Freunde, ihr seht selbst. Das fällt mir jetzt gerade wieder auf. Die Möwe blockiert hier den Ofen da, wenn sie weggeht zum Grünkohl rühren, Alter, und ich kann hier gar nichts mehr machen, ey. Möwe, ey, ich bin fast verhungert über Nacht. Du. Quatsch. Klar. Ach, erzähl doch nicht. Oh, ist immer noch Winter bei uns hier, Leute, in Real Life und deswegen muss ich ab und zu mal hüsteln. Winter, Winter, das nennst du Winter? Ey, mein Auto war schon gefroren. Mein Auto war schon gefroren. Ich war richtig entsetzt. Hab ich gegessen? Ja, reicht, ne? Keine Lust, ständig zu essen und wieder zurückzulaufen. Ich wollte mal was schaffen hier. In Subsistence, Freunde. Ihr seht's selbst? Oh, Leute, das kann ich aber auch bald nicht mehr hören. Ja, Freunde, ihr hört's selbst. Die Möwe ist sehr sensibel in letzter Zeit. Und dann müsste doch hier auch gehen, ne, oder? Aua, da beißt er mich hier noch, oder was soll das denn, Alter? So eine normale Plattform hier, da darf doch kein Tiger raufkommen. Ja, Leute, ihr habt's wieder mitgekriegt. Die Dürfpaddeligkeit lässt Grüße. Oh, Möwe. Die Nacht der langen Messer läuft, mein Freund. Ich kitzel dich gleich mit der Axt. Na, ja, komm mal her. Oh, ist der schnell. Wir müssen auch langsam mal wieder so einen Elch da zerlegen, ne? Kann das sein? Ja.
Oder Tigerenten da oben da. Und dann habe ich noch Energie für dich, Leute. Habe ich dir auch noch nicht gegeben, ne? Stimmt. Da war noch was. Ich habe doch hier Energie für uns beide gemacht. Halbieren. So. Ja, Freunde, das ist immer die Notration hier. Energie. Du bist meine Energie. Du kleiner Knuffi-Wuffi, du. Das Haus habe ich auch lange nicht weitergebaut, ne? Leute, wir sind da noch nicht fertig. Da gehört noch einiges dran, aber irgendwie kommt man überhaupt nicht vorwärts manchmal in das Spiel. Hat man so das Gefühl zumindest, ne? Ja, das stimmt. Obwohl man die ganze Zeit hier vernünftige Symptome. Klack, klack. Du hast es mal gut. Findest du? Maybe. Ich muss immer ein paar Malope für drei Kröten. Was für jetzt noch Kröten? Ja, Freund, ihr seht selbst. Ein Fett im Kornfeld. Ein Fett im Kornfeld. Ein Fett im Kornfeld, habe ich gesagt. So, ich habe ihn fett verstanden. Maybe. Ein Fett im Kornfeld. Du kleine Speckmade, du. Ja, ich meine, jetzt würde ja fast hinkommen, wenn du im Kornfeld stehst, ne? Maybe, 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 maybe. Ach so, liebe Leute, das ist grausam hier. Grausam ist die Welt von Subsistence. So wenig Kisten, so wenig Loot. Man muss immer die ganze Zeit nur laufen, laufen und nochmals wieder laufen. Ja, Mann. Zwei Seile. Aber wenigstens ist mal gutes Wetter hier. Und kein Regen und Gewitter und keine Ahnung was mehr. Stimmt. Jetzt wo du es sagst. Sag mal, wie war das nochmal mit dem Stall? Die Hühner, die laufen dann nicht weg, die bleiben da, ne? Also ich brauch den nicht umzäunen, ne? War doch, glaube ich, so, oder? Irgendwie so, ne? Ja, doch. Ja, wir probieren das gleich aus. Oder waren die immer weggelaufen ohne Zaun? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, die liefen da immer rum, aber manchmal kann das, glaube ich, auch sein, dass sie ein bisschen sich entfernen. Möwe, wie? Ich glaube, da hatten wir immer so einen Zaun zugebaut. Wir müssen nicht erstmal im Zaum halten, Leute. Da hört ihr es wieder. Das unfähige Personal. Oh, Möwe. Du bist ja auch der bestbezahlte Mitarbeiter hier. Von daher, ne, kann ich mich ja wohl ein bisschen zurücklehnen. Oh, ich habe ein Level up. Oh, 92 schon, Leute. Könnt ihr mal sehen, wie lange ich schon überlebt habe hier. Auf Kosten der anderen. Ihr hört es wieder selbst. Ja, Freunde, es reißt dich ab hier in Subsistence mit der Möwe, die außer Rand und Brand. Okay, wir haben Hühnerstall, Leute. Wir haben bis jetzt, muss man mal so sagen, jeden Tag haben wir bis jetzt irgendwie ein bisschen was geschafft, auch wenn man das nicht so immer merkt, ne, aber... Baby. Ja, das ist so. Recht hat er nicht. Freunde, ihr seht's und hört's selbst? Oh Gott. Okay, so, der Hühnerstall steht. Bring mal lebende Tiere mit, wenn's geht. Ich weiß nicht, ob ich habe zwar ein Huhn, das noch lebt, aber ich glaube, bis ich da bin, ist es tot. Ach stimmt, das Futter wäre ja auch Tomaten und so, ne? Scheiße. Ja. Okay, ich tue mal zwei Tomaten rein. Oh, zwei Tomaten sind 34% nur, ey, überleg mal. Oh, ne, die Entwickler, die sind so fies, Leute. Warte, da müssen wir was aufwerten. Freilandhaltung, dann fressen die weniger, ne? So war das, oder? Ja. Hier ist was Neues, neues Abteil. Hinzugekommen. Also da gibt es was Neues. Ich weiß aber nicht, was das heißt. Hä? Erlaubt die Haltung eines weiteren Kleintiers.
Ah, die haben eine Begrenzung jetzt reingebaut oder was? Hä? Ach nee, ernsthaft? Wir können nur noch ein Tier halten? Oh, das sind ja aber echt, also die Entwickler, ne? Ach Quatsch, ehrlich jetzt? Oder? Ja, Mann, ein Huhn-Slot ist hier irgendwie, ne? Und du kannst noch zwei weitere pimpen. Und das, die ist aber richtig teuer. Die sind solche, ne? Ah gut, ich muss mich bedeckt halten. Im Zauber halten. Ja, weil das Spiel, seien wir mal ehrlich, das wird immer schwieriger, Freunde. Ihr seht es selber. Ja, aber das ist schon ein bisschen gemein. Und dann quasi auch echt noch auf Stufe leicht, ne? Ja, Freunde, wir dürfen nicht vergessen, wir spielen hier auf leicht, ne? Der Möwe also zuliebe. In meinem Einzelplayer-Modus spiele ich schon auf normal. Ja, mir kommen im Multiplayer schon die Tränen, Leute, das reicht mir schon. Maybe B. Okay, Freunde, wir brauchen wieder Federn. Also, hier macht es jetzt wirklich Sinn, Freunde, ihr seht selbst, den Hühnerstall zu pimpen. Dass die Viecher da nicht so viel fressen brauchen, ne? Leute, hier du. Na, den müsste ich aber nicht mal mitnehmen, den Bärli hier. Komm hier, du. Schnell weg! Ja, da hört ihr es wieder. Da hört ihr es wieder, live und in Farbe. Ist das denn die Möglichkeit, liebe Leute? Es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Boah, Leute. Leute, man kann die auch so schlachten, die Bären, wa? Ohne, dass man schießt. Boah, der hat ja voll viel gehabt, Gott sei Dank. Mal kurz waschen. Viermal Fett ist schon cool, Leute. Ria, du. Da hört ihr es wieder. Köstlich. Ach, Freunde, ihr seht es selbst. Wir müssen uns hier am Riemen reißen. Denn richtig und wichtig wäre es doch bezüglich dies, liebe Freunde, ne? Oh, Mann. Ja, und sonst... Ich bin schon wieder so weit weggerannt. Und sonst was? Und sonst alles gut, oder was? Jo. Ansonsten alles schick soweit. Das erfreut mich. Ich kann nicht klagen. Ja gut, naja, geht. Ich habe ja meinen Roller auseinandergebaut. Habe ich dir ja Bild geschickt. Ja, ein Schlachtfest oder Feld. Ja, da habe ich Vergaser repariert und dies und das und jenes und alles. Und dann bin ich gestern gefahren und heute zur Arbeit damit. Und dann war ich nach der Arbeit noch einkaufen. Also geht ja, der jetzt wieder oder was? Ja, aber jetzt ist die nächste Sache. Na. Und auf einmal wurde ein bisschen komisches, lautes Geräusch da dauernd, ey. Es stimmt irgendwas mit dem Auspuff. Ich wollte neu auspuffen. Gerade die eine Sache repariert, die nächste Sache kommt. Ey. Ja, Freunde. Ich kann wieder mit dem Motorrad fahren. Aber eigentlich wollte ich bei so einem Scheißwetter nicht mit dem Motorrad fahren, weil das immer so viel Putzarbeit danach bedeutet. Ist das so, oder was? Ja, ich habe ja so viel Chrom-Geschichten, ne? Deswegen, da muss man immer ein bisschen sauber halten, sonst sieht das so kacke aus, wie shitty, weißt du? Ja gut, aber irgendwann gewöhnen sich ja die Leute, dich denn da so mit zu sehen und dann spart man halt, ne? Du. Naja, auf jeden Fall, ja. Ansonsten läuft ja gut, ja. Aber es ist mit dem Auspuff ist jetzt echt schon wieder echt, aber gut, der ist Baujahr 96, das war immer noch der erste Auspuff dran. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, vor allen Dingen, wenn man denn noch technisches Verständnis hat, ne? Weil ich hätte da nichts auseinandergebaut. Ich wäre einfach zur Werkstatt gegangen, Leute. Ja, aber wenn du wegen jeder Kleinigkeit da zur Werkstatt gehst, dann bist du halt nicht dumm und dämlich. Ja, da bin ich auch fleißig dabei. Aber gut, richtig und wichtig wäre es, bezüglich dies zu argumentieren, liebe Freunde. Dürft ihr nicht vergessen, ne? Ja, aber ich bin da, ja, ich baue das alles selber auseinander. Ja, aber was willst du denn machen, wenn jemand da so technisch oder sowas? Also ich bin ja auch handwerklich nicht gerade der begabteste, Freunde, und mein das Leben ist. Ja schon früher nicht. Möwe! Der Computer war immer so dein.
Also so einen Knoten mit einem Seil um deinen Hals kann ich vielleicht noch hinkriegen. Meh, Baby. Du. Kleiner Dachsfrech, du. Oh, jetzt muss ich gleich mal gucken, was die Kartoffeln sagen. Eigentlich hast du mir die ganze Herdplatte überkocht. Ja. Hier oben gar nichts mit, das Einzige, was ich hatte, war, meine Batterie war irgendwie leer, Freunde, aber die ist auch schon die erste gewesen, ne? Und da musste ich jetzt eine neue einbauen lassen. Bist du auch eben etwas über 100 weg, Euro wieder los, ne? Also es ist gang und gäbe, ne? Dein Auto ist noch kein Baujahr 96 und das steht auch andauernd in der Werkstatt. Möwe! Ich pfleg das ja, halt auch. So. Ich kurbel die Wirtschaft an. Ja. Ja, hört ihr es wieder, liebe Leute? Ja, wenn man mit seinen Sachen pfleglich umgeht, dann halten sie auch ein bisschen. Mein Baby. Ja, Freunde, ihr seht es selbst. Ich habe das erste Huhn gefangen. Wir können das jetzt züchten. Es ist im Hühnerstall drin und der Hühnerstall ist neu gemacht worden. Der hat eine Begrenzung. Wir können die Tiere bis Level 3 züchten. Früher war das, glaube ich, Level 10 sogar, ne, oder? Ja, kannst du nur bis Level 3? Ja, Mann. Was denn? Ein Huhn können wir nur halten und das geht bis Level 3. Freunde, ich dreh durch hier, Alter. Wieso? Das ist ja, dann gibt's ja gar keine Premium-Feder mehr. Hm, hab ich auch gedacht. Ja, dann müssen wir den erst pimpen, irgendwie den Hühnerstall anscheinend, ne? Freilandhaltung ist das Wichtigste, Leute. Da brauchen wir aber noch Federn. Also das Hühnchen, das muss halt leben jetzt, ne? Ich hab wieder Hunger hier und alles, ne? Das gibt's ja gar nicht. Fleischi, hab ich noch ein Fleischi hier? Hab ich denn so viel Baumsamen? Hab ich die rausgenommen hier, wa? Leute, Ich muss meine Frau nachher noch abholen. Oh nee, ne? So. Gibt doch, Weihnachtsfeier. Es gibt da wieder Ärger. Nee. Pata 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 pong, pata 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 pong, pata 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 pong. Ich könnte Sänger werden, hast du gesagt, ne? Oder was? Der Hafensänger. Möwe! Ja, das Huhn ist jetzt im Bunker drin, hätte ich fast gesagt. Wir versuchen das Upgrade hinzukriegen, dass die draußen rumlaufen können. Dann fressen die nicht ganz so viel, weil die halt Würmer picken können oder so. So, habe ich denn überhaupt jetzt noch Munition? Nö. Klasse, ich muss mein Gewehr nehmen und das hat auch nichts mehr. Warte mal, ich hab's gar nicht. Ah, da geht Munition aus, geht gar nicht. Das ist schlecht. Ja, schon, aber... Was soll ich machen, ne? Ich bin die ganze Zeit immer hier am Maloche. Man kann halt ja nicht draußen sammeln. Wie spät haben wir es? 14 Uhr circa. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, Leute. Ich kann noch ein bisschen hier rumlaufen. Und Hühner schießen. So, ich geh mal eben schnell gucken, was die Kartoffeln sagen. Ja. Je. Wieso hat er jetzt diese blöde Waffe genommen? Mann. Voll tödlich, Alter. Nehmt ihr die falsche Waffe hier, Leute? Habt ihr das gesehen? Ja, du. Ein Hase! Hirsch uns leise an die Viecher ran, Freunde! Wenn immer Viecher fanden werden. Oh, eine Premium-Kiste. Shit, ich habe keinen Dietrich. Da sieht man diese geilen Kiste schon mal, ne? Dann hat man keinen Schlüssel dafür. Menu. Aber ich will auch eine Hühner jetzt haben. Wenn ich diese scheiß Federn habe, dann kann ich diesen Stoff machen, der gepolstert ist. Wahrscheinlich als Grundlage für Hühner. Leder mit Baumwollüberzug. Kann ich mir kuschelig warm vorstellen, ja, aber... dann soll es auch mal ein paar Hühner hier droppen, ne, Freunde?
Hier sind überhaupt keine weit und breit. Mann, ich bin schon voll weit weggelaufen jetzt. Als Belohnung gibt's ja nicht mal eine Kiste, ey. Nur Gräser pflücken ist auch scheiße. Und das Schlimmste ist, ich habe keine Munition. 7 Schuss, ne? Und 5 im Magazin oder irgendwie sowas. Ah, da habe ich gerade einen Huhn gehört. Doch, ich höre doch da was, ne? Jawohl, sehr gut. Das heißt, das Treffen wieder mit den ollen Dingen hier. Das ist schon ein bisschen kleiner, ne? Die Hühnchen. Ja, ich hab's. Mein Gott. Gut, lebt sogar noch. Aber das nützt ja eh nichts. Ja. Weil es halt nicht im Hinterstall mehr passt, ne? Also früher, aber das war ja ganz anders, ne? Da konntest du 8 Viecher gleich direkt halten, ne? Und da hast du bis Level 10 oder so, konntest du die hochmästen, ne? Also fett werden lassen. Dann schlachten, dann hast du geile Federn rausgekriegt, ne? So Premium-Federn und viel mehr Fett und Fleisch und so, ne? Und jetzt... Also man muss ganz ehrlich sagen, ne? Also egal welches Update, ne? Es ist immer irgendwas, eine Sache schwieriger gemacht für die Spieler. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, irgendwie, die Entwickler tendieren zu einem, ne, sardistischen Spiel hier oder so, ich weiß nicht. Also das muss man sich mal vorstellen, Leute, wir spielen auf leicht, ne, welchen Tag haben wir jetzt? Ich habe jetzt nicht geguckt, aber Tag 20 oder noch höher ist es doch bestimmt schon, ne. Alter, wie lange... man hier sammeln muss und sowas, um vorwärts zu kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich hätte mir gewünscht, dass die das schon ein bisschen easier machen, ja? Möwe! Na du, Schnucki Pups? Nee, und angebrannt, oder was? Nö, richtig geil, schmeckt richtig geil. Möwe, du sollst doch nicht immer naschen, Mensch. Oh, das geht ja nicht anders. Er hält da seinen Rüssel direkt wieder im Topf hier, Leute, wie hier. Natürlich, natürlich, natürlich. Also bei dir wundere ich mich ja immer wieder, dass du so schlank bist. Ne? Wie machst du das bloß, Alter, ey? Viel Sport. Ja, ja. Sport. Wer viel sich bewegt auf und ab, der hat keinen Bauch, der ist so schlapp. Möwe. Da hört ihr es wieder. Ja, Freunde, ihr hört selbst. Die Moral von der Geschichte ist, der eine trinkt, der andere Bier. Vergiss das gute Essen nicht. Möwe. Isst man gerne Sachen fertig aus der Tüte. Da wächst der Bauch in voller Güte. Oh, Möwe. Leute, da ist vielleicht sogar was dran, ne? Möwe. Meine aktuelle Freundin heißt ja Froster und meine Ex heißt Iglo. Von daher, ne? Möwe. Ah, und ich werde hier immer fetter. Das sind die Weisheiten des Mr. Chaos, liebe Leute. Aber da ist auch ein bisschen sehr viel Wahrheit dran. Nee, Baby! Nach der langen Messe ist auch Wahrheit dran, du. Ich bin sowieso der Allerbeste. Die anderen bekommen nur die Reste. Freunde, ihr hört selbst. Mir wurde gerade bewusst, wieso ich keine Klicks habe hier auf dem Kanal. Wie, du. Ne? Bei der Möwe seine Gesangsleistung, Leute, laufen selbst die Hühner hier weg, Freunde. Oh nee, das wird das schon wieder dunkel, ey. Ich kotze gleich. Mano! Ja. Guck, also wenn du zu Hause bist, guck mal da im Hühnerstall rein. Der sieht jetzt ganz anders aus, Leute. Okay, also siehst du, hab ich noch gar nicht gemacht. Ja, gefüttert habe ich da schon und ja, ist ja nur ein jetzt, Huhn drin, also von daher. Ja, na, wenn jetzt Nacht wird, dann höre ich aber auch auf jeden Fall auf für heute. Ja, natürlich. Wir haben dann nächste Woche auf jeden Fall mal per Märchenchen Zeit. Das freut mich. Yo. Tatsächlich, was ist hier denn los? Ein Tier von eins, ey. Ja, früher hatten wir 8, glaube ich, gleich, ne?
Neues Abteil. Und wenn die vielleicht alle fertig sind, gibt es vielleicht dann noch neue oder so. Wer weiß das schon so genau. Also, so wie es aussieht, kann man nur noch 3 Tiere halten. Und ich weiß nicht, was das werden soll, Leute. Tja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, liebe Freunde. Wir werden es sehen, was passiert. Ich find's gut, dass sich das Spiel immer weiterentwickelt tatsächlich, ne? Aber ich habe eben schon gesagt, wo du nicht da warst, bei jedem Patch, ne, machen die irgendeine Sache schwieriger hier für die Spieler. Also das kann aber auch nicht sein. Ja, das ist auch ein bisschen unfair, finde ich. Ja, vor allen Dingen, du spielst ja auch alleine selber mal offline und dann siehst du ja, wie lange man braucht für alles immer, ne? Wie lange willst du da sammeln und spielen, weißt du? Ja. Jetzt sind wir zu zweit, Freunde, und wir, also, weiß nicht, es fehlt ja wirklich noch viel, ne? An Haus, ja. An alles, ey. Ja, Solarzellen und also ich hätte immer die Befürchtung, dass der Spieler irgendwann nach der Zeit keine Lust mehr hat, ständig so viel sammeln zu gehen oder Holz hacken, weißt du, wie ich meine? Und dann hören die das Spielen halt auf, ne? Deswegen, das damit, damit hat der Entwickler ja dann eigentlich auch nichts gewonnen. Richtig, deswegen, ich hätte das mal ein bisschen anders gemacht. Oder dass man ein bisschen mehr Loot aus den Bäumen kriegt zum Beispiel, dass man nicht so extrem viel hacken muss oder was weiß ich was, ne? Ja. Mehr Kisten zum Beispiel. Wir haben wirklich wenig Kisten hier. Seht ihr das, Leute? Wir spielen auf leicht, das dürfen wir nicht vergessen. Und diese Folge, was haben wir geschafft? 30 Minuten Spielzeit, Freunde. Bist du, ich weiß nicht, ist die Möwe wieder gestorben? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja, ja, der lädt wahrscheinlich gerade das Bett auf mit einem Leben wieder, ey, damit man das nicht merkt, dass er wieder gestorben ist. Du kleiner Wasserdachs, du. Bin ja nicht gestorben, weil mich ein Tier angegriffen hat, sondern weil du ein kleiner Dösbottel bist, ne? Ja, ja, ich geb dir gleich mal Dösbottel. Komm ja mal nach Hause, du. Kleiner Schiedbiedel, du. Schiedbiedel? Das kennst du gar nicht platt, ne? What have we grilled, what have we loved, what have we but a cold friend? Me baby! Was? Ich das mal erzählen, oder? Das heißt den Möwe auf Plattdeutsch, Leute. Wie, oder was? Ja, Leute, ihr habt's gesehen, ich habe gerade eine Muschel gesucht. Es ist natürlich keine im Teich gewesen, wieder ganz umsonst. Hat. Aber dafür finde ich einen Wolf, ist auch was. Oh! Da hört ihr es wieder. Selbst? Da werden wir heute Nacht von träumen, glaube ich. Oh, ich bin gleich zu Hause. Ja, da, aber ein Vorteil hat die Sache mit dem einen Huhn. Das frisst uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr die Haare vom Kopf, ne? Wie die alten Hühner, weißt du noch? Ja. Alter, die haben uns ja alles weggefressen, Alter. Hauptsache Schiedbüttel das auch ordentlich. Mhm. Na gut, der haut aber auch gut rein, hier der scheiß Huhn hier, ey. Oh, das wäre zu schön, um Bart zu sein. Ja, warte mal, ich habe ja jetzt Federn, ne? Ich muss Stoff machen, zweimal, glaube ich, oder? Wofür? Für die Freilandhaltung, die braucht Stoff. Einmal mache ich gerade. Ich glaube, hoffentlich kommen da 2 Lappen raus, ey. Na komm. Oh, es kommt nur 1 Lappen raus, scheiße. Das bedeutet, Freunde, ihr seht es selber. Ich muss schon wieder... Baumwolle. Das fehlt jetzt gerade, Baumwolle. Flop, flop. Aber wir hatten noch Baumwolle geerntet, oder nicht? Wo ist denn das geblieben? Keine Ahnung. Das brauchen wir. Haben wir noch die Baumwolle geerntet, oder wie geht das nochmal? Anscheinend nicht, ne? Nee, muss er abflügen. Ja, dann wächst das jetzt noch. Toll, und das Ding hat natürlich wieder keinen Dünger. Oh, ich habe mir noch ein Hähnchenbrustfilet in der Tasche. Bist du am Sammeln, oder was? Voll dunkel, ey. Ja, ich war gerade noch am Tauchen, ey. Auch noch eine Muschel hier. Ja, das wäre toll. Bring mal Muscheln. Aber ich habe auch nur eine einzige Möwe. Möwe, nein. Eine einzige. Möwe, nein. Keine eine einzige. Fleisch. Meine Frau ist jetzt schön ganz heute. Und ich esse schön ganz.
Ja, das hört sich auch gesund an, ne, oder? Ja. Ja, aber das ist ja nun mal so Weihnachtsfeier, nicht? Und wir wollen ja morgen Grünkohl essen. Ich esse natürlich heute schon, wenn ich es eh schon koche, dann brauchen wir uns anderes holen oder so, nicht? Ja, die Möwe macht immer gleich so einen 10-Liter-Eimer voll, Leute. So einen Trog hat er denn da. Also die Kartoffeln sind auch schon fertig, die sind schon abgegossen. Das hast du ganz fein gemacht, du kleine Schnuffelbacke, du. Weiß. Ne? Dann hätte ich mir gleich ganz genüsslich eine Portion rein, dann kann ich noch ein bisschen die Küche sauber machen. Und dann lege ich mich ins Bett. Du kleine Schlappwurst, du. Ich schlafe hier noch ein, zwei Stündchen und dann muss ich irgendwann meine Frau abholen von der Weihnachtsfeier. Dann muss ich ja morgen früh schon wieder aufstehen, deswegen muss ich mir vorher noch ein bisschen pennen. Ja, wenn du das so alles kannst, ist das ja nicht schlecht, ne? Also ich glaube, ich hätte da Ja. Probleme mit. Das nützt ja nichts, weil ich muss ja morgen auch einigermaßen fit sein. Yeah. Nee, ich habe wieder Stahlträger durch die Gegend fahren. Yeah. Hier, ich hab dir was gemacht. Ich schmeiß dir das mal dahin, ne? Pop, damit du nicht mehr stirbst. Ja, danke. Pop, pop. Aber mal ganz ehrlich, wenn man angegriffen wird, dann vergisst man meistens da drauf zu drücken auf Energie oder so. Oder man kommt da gar nicht mehr zu, weil das Vieh einen so schnell kaputt haut. Aber es kann immer nicht schaden, ein bisschen Energie zu haben. Ne, liebe Freunde, ihr seht selbst. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir haben den Hühnerstall gebaut. Wir haben wieder ein bisschen immerhin geschafft, Leute. Auch wenn der Hühnerstall natürlich wieder jetzt die nächsten Herausforderungen für uns bringt, ne? Ja, so ist es alles. Nun sagt die Möwe noch Bye-bye und dann haben wir uns bestimmt in der nächsten Folge auch wieder lieb, Freunde. Jawohl, liebe Leute, so ist es. Das entspricht der Wahrheit. Wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen nächsten Advent. Ja, heute einen schönen Nikolaus gehabt zu haben und ja, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge und wir sehen uns in der nächsten. Also bis dahin, ciao, ciao.